Das ist die Küchenchefin vom Würzhaus. Hallo zusammen. Hi. Also der Herwig Danzer und ich, wir treffen uns heute quasi zum vierten Mal zu einem Küchenblock. Bisher immer intim bei ihm in der Werkstatt in Untergrumbach. Sehr intim. Ja. Heute haben wir gedacht, wir machen das Ganze mal mit Publikum. Am Ende kann man es trotzdem geschnitten natürlich im Internet verfolgen. Der Grund des Ganzen ist eigentlich ganz einfach. Ich will den Leuten vermitteln, dass Kochen wahnsinnig Spaß macht, wenn die Küche gut ausgestattet ist, alles mega leicht von der Hand geht und dass es entspannend ist und eine der schönsten Nebenbeschäftigungen des Lebens ist. Ganz einfach eigentlich. Nebenbeschäftigung von der Köchin klingt relativ, denn so eigentlich hast du mehr damit zu tun als Nebenbeschäftigung. Die Diana kocht auch für den Bayerischen Rundfunk, deswegen erzähle ich auch immer die Geschichte von der Fernsehköchin, die mit uns zusammen kocht. Und wir haben heute einen Sponsor. Und den Sponsor haben wir für heute und morgen, der nämlich alle unsere Lebensmittel hier finanziert. Und das ist von drüben von der Versicherung der Alexander Hertel von der Württembergischen Versicherung. So, und jetzt haben wir noch jemand mit auf der Bühne stehen, das freut mich besonders. Das ist nämlich der Bernd Müller. Und hallo. Den haben wir kennengelernt irgendwie über Küche, oh, oder? Über Küche und alles Mögliche und Kochen. Hat immer was mit Essen und Kochen zu tun. No, und jetzt ist die größte Frage an die Diana, was tun wir jetzt eigentlich? Also ich erzähle nur und du arbeitest. Ja gut, also wir haben uns für den heutigen Tag das Thema Spargel, liegt natürlich auf der Hand. Jetzt natürlich nicht so, wie Sie das zu Hause kennen, da würde ich meinem Namen nicht gerecht werden. Das Thema ist Spargel anders. Wir schauen, dass wir in einer knappen halben Stunde drei Versionen vom Spargel mit einem kalten Rhabarber-Chutney auf den Tisch kriegen. Wir haben einmal einen gedämpften Spargel aus dem Druckdampfgerät. Der wird dann angemacht mit einem Gewürzhonig und gebackener Entenhaut. Aber wir arbeiten ohne Druck, das sagen wir nachher. Gut, dann machen wir einmal einen rohen Spargel, den wir quasi wie einen Mixpickel einmachen mit ein bisschen Knoblauch. Und wir machen gebratenen Spargel hier auf dem Teppanyaki mit Tomate, Kresse und Rosmarin. Und ich schneide quasi gerade schon den Rhabarber, dass wir ein kalt gerührtes Chutney machen können. Mit ein bisschen Vorarbeit alles sehr, sehr leicht nachzuvollziehen und halt nicht immer die weiche Stange mit der Buttersoße. Also Spargel bietet weitaus mehr als diese klassische fränkische Zubereitungsart, wobei die natürlich auch lecker ist. Genau, also wir haben jetzt hier der Spargel geschält. Dämpfen, ja. Das passt so wunderbar, ja. Genau. Wunderbarer Spargel übrigens aus meinem Heimatort. Das ist nicht hier in Hersbruck, das ist der wunderschöne Ort Buch im Knoblauchsland, also ist von meinen Nachbarn. Den Spargel, den dämpfen wir jetzt. Ich hätte gesagt 6 Minuten, so dass er noch ein bisschen Biss hat. Wir waren beide etwas skeptisch. Ja. Wär jetzt so mein Ding. Das heißt, der Herwig, du parkst es in deinem wunderbaren Zaubergerät da hinten. Ist der schon an? Den machen wir gleich an, wenn du ihn haben willst. Ja. Nachdem der Band das gleiche Gerät hat, hast du jetzt zwei Männer um dich rum, die damit problemlos umgehen können. Die wissen, was sie machen, meinst du? Gewürzhonig, das ist Blütenhonig, auch aus der Region. Man sagt zwar immer Honig erhitzen, nur ist irgendwie eine Schande, aber wenn der ein bisschen Temperatur bekommt, dann gehen die ätherischen Öle in dem Fall von Limettenblatt, also das Blatt von einer Kaffeelimette und von der Chilischote einfach viel leichter in den Honig über. Wenn man das kalt verrühren würde, würde es ein wenig dauern. Ja? Wie viel Hitze darf er kriegen? Klein schalten, dann kann man den einfach, ne? Sich hinziehen lassen. Übrigens, wenn man den weiter aromatisiert, wenn man zum Beispiel Knoblauch mit rein tut, wenn man wieder heiß in Gläser abfüllt, ist das eine wunderbare Geschichte, wenn man das zum Grillen mitnimmt, vielleicht über den Fisch ein bisschen was von dem Gewürzhonig, ist auf jeden Fall eine tolle Sache. Herwig, du könntest hier dabei den in schräge Scheiben geschnittenen Spargel, den braten wir auf dem Teppanyaki an, mit Farbe in dem Fall, also wir brauchen Röststoff, Röststoff ist Aroma, keine Angst, ein bisschen braun, ein bisschen schwarz, das ist vollkommen in Ordnung. Nur so kriegen wir auch die Vielfalt von dem Spargel am Ende auf dem Teller. In Olivenöl. Das ist in Ordnung, ja. Ich habe eh nichts anderes. Na dann machen wir genau das. ich habe vorhin gesagt, wir machen dazu ein kalt gerührtes Rhabarber-Chutney. Das ist in dem Fall
zum Gleichverzehren, also jetzt nichts, was man sehr, sehr lange aufheben sollte. Den Rhabarber einfach nur geschält, jetzt entspannt in Würfel schneiden, also auch da muss das Kantenmaß nicht 3 mm auf 3 mm haben. Wer nicht weiß, wo ich arbeite, das ist das wunderschöne Restaurant Würzhaus übrigens in Nürnberg am Friedrich-Ebert-Platz im Kirchenweg 3a. Nächstes Jahr haben wir 10-jähriges, also unglaublich. Ja, schnell vergangen. Und ja, im Laufe der Jahre, also wir haben mit 12 begonnen, 13, 14, da haben wir dann ziemlich lang rumgedümpelt irgendwie. Und jetzt vor 2 Jahren gab es dann den 15. Punkt. Wow, damit dann die zweite Haube im Gomelio. Und ja, also ich, mit aller Bescheidenheit am Ende, wenn die Gäste zufrieden sind, ist das eigentlich wichtiger als all das. Ja? Also die Sendung heißt Wir in Bayern. Die Sendung wird von Michael Sporer und der Sabine Sauer moderiert. Kommt 5 Tage die Woche. Die Sendung gibt es seit 25 Jahren oder so. Also zu unserem kaltgemachten Rhabarber-Chutney. Das ist wirklich super einfach. Also wir haben Rhabarber und Ingwer. Ich habe das jetzt einfach gewürfelt. So mal Pi mal Daumen, ein bisschen Zucker. Da steht bestimmt was in dem Rezept, aber das mache ich dann auch nur so. Ja. Ja. Also Kochen soll Spaß machen. Kochen aus dem Bauch heraus ist meistens das beste Kochen. Wir brauchen dazu natürlich noch ein bisschen Salz. Wir wollen ja keine Süßspeise machen. Und jetzt, Kochen ist Handwerk. Drücken wir da einfach mal ganz entspannt rein. Ich weiß, oh Gott, manche Leute, da gibt es Aufschreie, aber wenn jemand mal versucht hat, mit einem Suppenlöffel eine Fleischküchlemasse zu machen, muss er sich eingestehen, man braucht die Hände einfach in der Küche. Ja? Schau mal, wie braun magst du den Spargel? Das sieht sehr gut aus. Jetzt kannst du, wenn er gerade so flach liegt, nützt die Chance und geh mal gleich ein bisschen mit der Salzmühle drüber. Wenn ich jetzt hier rumknete, fängt das auch richtig an zu saften. Ja? Das ist genau das, was wir wollen. Wir brechen quasi die Zellen von dem Rhabarber jetzt richtig schön auf. Salz und Zucker kann da schön mit ran. Das ist aber auch nicht alles, sondern wir schütten noch ein bisschen indisches Curry mit dazu. Auch sehr entspannt. Indisches Curry in dem Fall sehr speziell, weil es einen höheren Kreuzkümmelanteil hat. Also wir haben da spezielle Mischungen, die wir eben verwenden im Wirtshaus, wo ich dann auch noch mal was dazugebe. Ist übrigens eines der Gewürzmischungen, wo ich sagen würde, es rentiert sich, das auch mal selber zu machen. Weil es mit dem, was Sie aus dem Backerl bekommen, einfach, das kann man nicht vergleichen. Ja? Hände sind jetzt gelb, macht nichts. Das sieht gut aus. Herwig, du kannst in die Schüssel. Ja, die Rezepte dazu übrigens, also von allen Kocheinrichtungssendungen unter kocheinrichtung.de sind jeweils zu jeder Sendung auch die Rezepte. Die Sendung dauert immer so ungefähr eine Viertelstunde. Und es ist genau so erklärt, wie Sie es gerade miterleben, dass einfach Diana sagt, wie schnell und einfach und schön man kochen kann. So, also dann haben wir hier jetzt den gebratenen Spargel vom Herwig. Dazu Kirschtomaten, einfach nur waschen, dann aufs Brett legen, in dem Fall am besten mit einem Sägemesser, kann man die ganz einfach halbieren, halbe Arbeitszeit. War auch eine schöne Technik. So schnell geht das. Das sind viele Tricks, oder? Bernd, wir Amateure, ja. Welchen Kochclub belieferst du mit deiner Kreativität? Ein Kochclub in Nürnberg. Wir kochen übrigens beim Stefan Rottner, weil der Name eben in seiner Versuchsküche. Und ich koche noch in einem zweiten Kochclub in Erlangen. Aha. Das sind alles Männerkochclubs, so mit 10-12 Mitgliedern. Uns verbindet einfach die Freude am Kochen. Und wir treffen uns einmal im Monat in einer Profiküche. Ja, und dann wird gekocht. Ja, also die Art, wie ich gerade die Kirschtomaten halbiert habe, da kann man ruhig weiterdenken. Das geht natürlich mit Weintrauben und dergleichen genauso. Das kann man jetzt einfach mal durchmischen. Ich habe zum Aromatisieren hier ein Stück Rosmarin mit dazu geschmissen. Also wir haben jetzt hier diesen warmen Spargel. Der Rosmarin wird jetzt ein bisschen was von seinen ätherischen Ölen abgeben. Die Kirschtomaten werden jetzt auch lauwarm und der Schnittlauch wird ein bisschen zusammenplumpsen. Ist ein wunderbarer Salat zum Grillen übrigens, warm oder kalt, einfach vielleicht auch, wenn man sagt, okay, man geht einen Schritt weiter, man kann super Kartoffeln dazu machen, auch einfach gekochte Kartoffeln mit reinschnippeln. Dann hat man es gleich als Sättigungsbeilage. Genau, oder man macht ein bisschen Couscous dazu, also dieser Spargelsalat, wir nennen ihn den gebratenen Spargelsalat, ist sehr, sehr geduldig. Sonst reagiert Jana immer auf das Wort Sättigungsbeilage, denn es ist genau das, was du vermeidest bei dir, oder? Genau, also es hat sich so ergeben,
die Konzept, der, unser Konzept im Wirtshaus irgendwie, wie das Wort Beilage schon sagt, liegt sie ja nur dabei und deswegen lassen wir sie auch einfach weg. Also alles, was sonst beiliegen würde, wird weggelassen. Entweder ist was Gescheites, genau, oder ist es weg. Und es gibt ja mehrere Gänge, also man geht nicht hungrig bei dir raus, weil die Sättigungsbeilage fehlt, sondern man bekommt paar Gänge. Ich hoffe, dass die Leute glücklich rausgehen. Glücklich das, und zufrieden. Das wäre mal der Maßstab. Sehr schön, das ist so sehr, sehr gut gemacht. Ah, Bernd, dein Lob. Jetzt. Ja, ja. Der ist schon fertig. Der dann ist fertig. Dann schauen wir uns doch fertig den gleich an. Ja, schauen wir mal, ob die 6 Minuten reichen. Gib mir mal irgendwas zum Anfassen. Machst du... Oh. Vorsicht, Vorsicht. Da ist ein Messer. Ja. Und? Hatte ich recht oder hatte ich recht? Manchmal stört es ein bisschen, dass Jana immer recht hat, aber gut. Ist so. Wir können damit gut leben. Könnt ihr. Dann ist denn gut. Denn du lebst vom Kochen, wir leben vom Küchenverkaufen. Und ich lebe von dir, dass du unsere Küchen kaufst. So, also ist so es, gesehen ja. Ist das hier die optimale Kombination. So, dann können wir den hier auch gleich in eine Schüssel geben. Ja. Wunderbar. Wir haben ja vorhin schon gesagt, wir haben hier unseren Gewürzhonig laufen. Da machst du mir jetzt einfach mal 2, 3 gute Esslöffel ran. Hattest du den gesalzen? Nee. Nee, gut. Dann mache ich das. Gar nichts. Ja. Das ist gut, wenn man das abspricht. So. 2-mal salzen wäre schlecht. Das stimmt. Ja. So, jetzt brauchen wir noch eine Schüssel. Brauchen wir noch. Haben wir hier. Ja. Wunderbar. So, dann haben wir ja gesagt, wir machen noch einmal den rohen Spargel. So, also einfach nur runtergeschält bzw. über den Küchenhobel. In dem Fall geben wir den Schnittlauch in der Länge dazu, die ungefähr auch der Spargel hat. Wie viel von dem Honig muss rein? Ja, ungefähr 2 Esslöffel erstmal, dann müssen wir mal durchmischen. Ne? Ja. So, dann brauchen wir hier auch etwas Salz. Bisschen Zitrone. Das Lustige ist, das Rezept von Diana gibt es zwar, es entsteht aber immer erst hinterher. Das heißt, ich schicke ihr erst das Video und sie schaut sich das Video an und schaut und schreibt dann, was sie gekocht hat. Ja, also in dem Fall heute, ich habe mich heute erst beim Kaffee wirklich entschieden, was ich mache, als ich Kaffee getrunken habe. Was muss da rein? Da, ich hack schnell die Entenhaut durch. Die Entenhaut. Ja. Die braucht so. Dann. Die hacke ich noch schnell ein bisschen. Hacken? Klein schneiden, ne? Sind noch genug Jungs da, die das. Dann? Oder? Oder magst du hacken? Nee, mach das ruhig, das ist gut. Wenn ihr mir das abnehmt, habe ich nichts dagegen. Ja. So, diesen gedämpften Spargel, den wir mit dem Gewürzhonig angemacht haben, da kommt ein bisschen Minze rein. Bei Kräutern halte ich es immer so. Mit Stumpf und Stiel, solange das Messer schneidet. Ja, also wenn das Messer blockiert, dann wird der Stiel zu holzig. Ansonsten relativ entspannt. Einfach nur von ganz vorne nach hinten durchschneiden. Nicht hacken. Also ich habe jetzt vorhin gesagt, er soll die Entenhaut hacken. Das ist okay. Ja. Kräuter werden nicht gehackt. Kräuter werden ausschließlich geschnitten. Ich halte auch, wie ich persönlich du denn halte das jede gerne Art von welche Größe Kräutermühle oder irgendwas ist Kräutervergewaltigung. Jana, welche Größe hättest du denn gerne? Du einfach nur 2, 3 Mal in die Mitte reinknallen. Okay. Da brauchen wir ein bisschen Öl drin, dann kommt die Entenhaut rein und dann haben wir es quasi schon zum Anrichten. Also wegen mir Hand, also ich bin da ja relativ entspannt. Bernd, wie sieht es mit dir und deiner Hand aus? Auch alles gut? Alles gut. Pass mal auf. Nichts passiert. Wir haben hier diese, ich sag mal, Spargelbandnudeln mit dem Schnittlauch. Die zirbelst du einfach so und legst den Haufen so in die Mitte. Ja, wunderbar. Und damit, wie magst du das? Na, wenn er in der Mitte ist, dann gehst du damit dahin und dann gehe ich mit dem anderen Spargel dahin. Okay. Ja? Wenn jemand die Küche, die in der wir hier stehen, bekannt vorkommt, dann liegt es daran, dass es mal die grüne Küche, aber jetzt muss ich konzentrieren, dass ich die richtige Richtung habe, dass es mal die grüne Küche war, aber wir wollten natürlich nicht wieder mit der gleichen Küche kommen und haben sie, passend zur Heimat auf dem Teller von einer Künstlerin, der Ute Scharrer, beziehungsweise Künstlername ist Ute Plank, gestalten lassen und haben uns das da oben hingemalt und haben einfach statt dem grünen Leder ein schwarzes Leder genommen
Und so entsteht der neue Eindruck einer Küche. Aber das nächste Mal haben wir eine neue, weil jetzt gibt es schon Menschen, die sich bald über diese Küche freuen werden. Aus dem Video schneide ich den Anschiss raus. Das war kein Anschiss. Naja, man hat ja eine gewisse Vorstellung, wie ein Teller am Ende aussehen soll. Ne? Ich meine, wenn es dann gar so weit abdriftet, dann muss man halt mal kurz die Handbremse ziehen. Zeichnest du die Teller? Oder hast du's du machst das alles im Kopf? Ne? Wir machen alles im Kopf. Und es entsteht dann eher beim ersten Anrichten, fällt euch dann auch die Form ein, oder? Im Prinzip, ja. Also das Porzellan entscheiden wir beim ersten Mal anrichten. Und dann überlegen wir uns auch, wie wir was platzieren. Natürlich, alle drei Zubereitungsarten gehen unabhängig von den anderen beiden Zubereitungsarten. Also soll einfach nur ein Hinweis sein, was man alles machen kann aus der weißen Stange. Spargel einmal anders. Ich meine, so ist ja auch der Titel dieser Sendung. Was hat man bisher gemacht? Angefangen hat man mit dem Skrei. Ja, mit Karotte. Genau. Danach haben wir in der Fastenzeit ein vegetarisches Gericht mit Couscous und roter Bete gemacht. Ja. Und dann, ja, und dann kam das Lamm. Dann kam das Lamm. Haben wir alles? Ich richte mal noch einen außerordentlich hübschen an. Vielleicht kannst du dann noch mal einen Snapshot machen. Und, okay, wir haben das verstanden. Wir schneiden das auch raus. Kein Problem. Ja, also dann wären wir soweit. Spargel anders, drei Versionen dazu. Kaltes Rhabarber-Chutney. Spargel einmal gedämpft, einmal gebraten, einmal roh. Ja, viel Spaß. Rhabarber kann senkrecht, wenn Sie wissen, ob es alle anderen Rezepte von der Kocheinrichtung unter www.kocheinrichtung.de. Und da sind jeweils ungefähr viertelstündige Videos, in denen Diana zeigt, wie man kocht. Wir wollen auch ein bisschen Geschmack für unsere Küchen machen. Aus dem Massivholz der Region. Das ist übrigens der Kirschbaum aus Lilling. Und wir bedanken uns bei Ihnen fürs Zuhören, fürs Mitmachen. Vielleicht sehen Sie sich bald mal in diesem Video selbst. Das nächste Video kommt übrigens, drehen wir auch wieder live bei uns in Untergrumbach. Und zwar am 28. Juni, das sind bei uns die Werkstatttage, da sind diese Zettel. Wir haben am Freitag den Christian Nürnberger zu Gast. Der hat ein Buch geschrieben, das sich sehr stark auch mit dem Nürnberger Land beschäftigt. Wir haben die Billy Joel Story und wir haben Diana am Sonntag dann. Herzlichen Dank an Sie fürs Zuhören, an den Bernd Müller fürs Mitmachen. Gerne, gerne. Ja. Und vor allem natürlich an Diana Würkel vom Wirtshaus in Nürnberg. Herzlichen Dank und noch einen schönen Tag auf der Messe. Viel Spaß noch. Und wie lange haben wir gebraucht?